Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Camperinnen und Camper. Ich bin in der Nähe von München an diesem wunderschönen Montagmorgen und hier steht der Verfallercamper. Den Verfallercamper habe ich das erste Mal wahrgenommen auf der CMT vergangenes Jahr und derzeit wäre ja eigentlich auch die Free in München gewesen. Da wären wir alle gern dort. Servus, guten Morgen, grüß dich. Guten Morgen. Hallihallo. Ja, sind wir halt hier, ist auch schön. Ist auch schön. Anders. Ja, Alternativprogramm, CMT und Free miteinander. So etwa. An der frischen Luft, so wie es gehört, für einen richtigen Camper. Du hast dieses tolle Produkt wieder weiter verfeinert. Genau, wir haben so ein bisschen in uns reingehört, was wir noch gern dazu hätten. Aber wir haben vor allem auch letztes Jahr auf den Messen den Menschen zugehört, was die sich zusätzlich vorstellen könnten am Verfallercamper. Und da haben wir uns Gedanken gemacht und einen neuen Demonstrator gebaut, den wir eigentlich jetzt auch gerne auf den Messen gezeigt hätten. Ja. Aber es ist, wie es ist. Genau, und da müssen wir leben damit. Zeigt man so, er ist trotzdem da. Aber die Zeiten werden wieder anders und dann wird auch wieder fleißig gecampt. Wir stehen alle in den Startlöchern. Und du bist noch relativ jung, und ich möchte dich fast als Startup bezeichnen. Also nicht du bist relativ jung, aber auf dem Markt natürlich auch. Ja, ja, ja. Also die Firma ist jetzt knapp 3 Jahre alt. Ja. Die Idee ist keine 4 Jahre alt. Ja. Genau. Und letztes Jahr auf den Messen waren wir zum ersten Mal auf der großen Bühne. Und haben dann auch im letzten Jahr so ging das Geschäft ein bisschen los. Genau. Kam gut an, das auf jeden Fall. Und du hast was Interessantes gebaut, das hier, können wir das gleich mal anfangen und gleich wieder abschließen, auf einer schönen Alco-Deichsel bzw. Achse sitzt. Genau, ja, also das Basisfahrzeug kommt von uns in Fahrzeugtechnik. Ja. Und die verwenden eben die Alco-Fahrwerke. Ja, es wird überall verwendet, es ist stabil, solide, glaube ich, unkaputtbar. Ja, es ist schon richtig. Ich habe mir einmal gehört, dass da was kaputt geht. Genau. Ja, so kriegt man den Anhänger als Koffer foliert, wenn man das will, mit den Klappen. So kriegen wir den eben von uns in Fahrzeugtechnik. Genau. Also die folieren den auch schon für dich, in dem Design, genau, wie du das willst. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, Unsinn gibt es ja ewig. Ich hatte auch das Vergnügen, vor 25 Jahren meinen ersten Unsinnhänger zu kaufen. Und da bist du wirklich gut aufgehoben. Ja, vom ersten Anhänger weg hat es gepasst. Ja? Genau. Ja. Das kann man aufklappen. Kann man aufklappen, machen wir mal gleich, kommt ein Schlafzelt raus. Wie gesagt, die Folierung haben wir jetzt eben angeboten, haben wir eben auch auf den Messen rausgehört. Der eine oder andere wünscht sich das. Kann man einfarbig machen oder mit Motiv. Genau. Ich schaue dir einfach mal zu, weil dann sieht man das auch mal im zeitlichen Ablauf, dass das Ganze absolut easy ist. Da braucht man weder Schulung noch eine große Vorinformation. Man sieht das alles in der logischen Reihenfolge. Und das ist halt richtig grundsolide. Das ist mal schön, das im Detail zu sehen. Vor allem bei der Sonne rundum wird er einfach abgestützt. Und schon ist das Ganze eigentlich fertig. Einmal noch von innen reingegriffen. Und das passt auch schon wieder ganz gut dazu. Da ist nämlich die Internetadresse, da könnt ihr euch dann direkt hinwenden und die ist natürlich auch noch mal in der Videobeschreibung. Sonst klappt der auch der Verfallercamper. Also so kann man wirklich aus dem Verhänger ein, ja, für die ganze Familie gebautes Wohnwägelchen. Es ist ja gar kein Wohnwägelchen mehr. Es ist wirklich ein ausgewachsener Wohnwagen, wenn das alles ausgeklappt ist. Ja, also es ist auch die Erfahrung eben von den Messen, dass die Menschen immer sagen, ist das aber groß. Ja. Ja, meistens die Erfahrung, wenn sie Leute auch aus dem Internet kennen, machen wir mal ein Fenster auf. Gell? Ja, wenn man es ausgeklappt sieht, man hört dich gut mit dem Funk. Alles gut. Und den kannst du natürlich auch von der Höhe. Ich bin 2 Meter, ich stehe jetzt daneben. Ich denke, der hat auch gut 2 Meter, gell? Genau. Standardausführung 2,11 Meter. Mhm. Jetzt hier mit den Offroad-Reifen kommt er 3 oder 4 Zentimeter höher. Ja. Wir machen da auch sonst immer wieder die bisschen größeren Räder drauf, wenn man dann eben hier unter der Klappe die 3 Zentimeter mehr, die machen es eben für jemanden, der irgendwo zwischen 1,80 und 1,90 groß ist, meistens aus, dass es komfortabel wird. Genau, auf der Seite ist einfach das Schlafzelt. Kann man hier unten noch die Gummis um die Füße machen, reine Kosmetik, damit es hübscher aussieht. Auf der anderen Seite haben wir noch das Klimasegel drüber gespannt. Ja.
Die andere Seite werden wir uns natürlich auch gleich näher anschauen, aber das ist ganz interessant. Genau, aber jetzt, so wäre es im Prinzip jetzt übernachtensfähig. Im Grunde schon, ja. Um von heute auf morgen zu stehen. Perfekt. Es ist 3 Minuten. Wie gesagt, wenn man jetzt hier noch diese Gummis dran macht. Ja, ja, klar. Dann dauert es noch mal eine halbe Minute länger, wenn man noch das Klimasegel drüber spannen. Nochmal, das ist dann die Frage, stehe ich von heute auf morgen, stehe ich 3 Tage, ja. Stehe ich eine Woche, stehe ich 2 Wochen. Man kann sich den genauso hintrimmen, ja, wie man möchte. Super praktisch. Da oben ist dann nochmal Federschiene dran. Genau, da wird eben auf der anderen Seite das Segel eingezogen. Ja, da können wir ja direkt mal rüber gehen. Das ist schöne Box vorne drauf, ganz wichtig für die Utensilien, die man eben immer irgendwo mal verräumen möchte. Ja, wir haben da die Gasflasche drin, einen Kocher. Heizlüfter, Kabel, die Sachen. Prima. Dickzeichen. Und dann wird natürlich ein bisschen abgespannt hier. Das sieht man das schon. Genau, das sind eben diese Klimasegel. Ja. Die haben wir jetzt extra eben auch mit den Stützen diagonal gemacht, weil erst hat man die senkrecht stehen, ja, und dann abspannt. Dann wird das ganze Ding komplett 7-8 Meter breit. Ja. Dann ist der Stellplatz zu. Deswegen hier schräge Stützen, kann man hier in der Richtung senkrecht quasi runter. Und dementsprechend kommen wir auf 5,5 Meter Breite ungefähr. Kann man dann auch noch als Wäscheleine nutzen? Tatsächlich, ja. Aber auch hier das Segel, also mit der Wäscheklammer auch hier, ja, trocknen die Handtücher dran. Perfekt. Genau. Und das ist ja letztlich das Sonnensegel, das zum Vorzelt gehört. Mhm. Das ist man eben auch für Schlechtwetter zu, macht da vorne die Kabine. Ja. Und mit der Verbindung hier ist eben, ist man da auch wettergeschützt, weil meistens stellt man eben die Deichsel, genau, zum Wetter. Und wenn man dann hier sitzt und das Wetter, Regen kommt hier schräg, ja, hat man im Nacken, und mit dieser Verbindung hat man nicht mehr im Nacken. Da läuft es doch sauber runter, wenn es mal sein sollte. Genau, und was sich jetzt hier auch geändert hat, eben hier vorne, eben auch deswegen, eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute uns treffen, ja, also wir haben jetzt diese Variante LS, der Anhänger, der 1,5 Meter länger ist und innen drin das Bad hat. Und damit wird halt auch die Fläche hier unter dem Sonnensegel, ja, um diesen 1,5 Meter länger. Ja, 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 ja. Das kann man, glaube ich. Und entsprechend sind es 2 auf 2 Meter auf beiden Seiten. Mhm. Das war vorher okay, aber ist mit 1,5 Meter mehr, ja, besser, klar. Gut, dass du gerade mit den Maßen anfängst. Wie groß ist denn jetzt das Grundmaß von diesem Hänger, den wir da jetzt sehen? Also der Koffer hat innen 3,05 Meter. Ja. Ist 1,42 breit, 1,53 hoch. Und mit Deichsel ist er 4,43. Spurbreite 1,92. Also, wo der Außenspiegel vom Auto durchgeht, geht der mit. Und 4,43 ist jetzt eben hier der kürzere, ohne diesen 1,5 Meter Zusatz, ist entsprechend 3,93 Meter. Ja, vom Ziehen her ist es natürlich fundig, sagt man in Bayern. Ich muss ja immer die Wörter ein bisschen eindeutschen dann. Aber fundig, glaube ich, kennt man schon überall. Griebig vielleicht. Griebig wäre dann schon wirklich, da müssen wir jetzt mit Untertitel anfangen. Ja. Aber die Ausladung ist mächtig. Also man kriegt halt dann wirklich schön kompakt den Anhänger, und dann geht man ja hier in eine Fläche rein, dann sind ja das gleich mal, was ist das, ausgefaltete Format? Ich schätze jetzt gerade mal so. Also jetzt mit den Segeln, mit dem Klimasegel ist 5 Meter breit, ja, ziemlich genau. Und Länge hier ist eben diese 3 Meter plus das Vorzelt davor, dann ist man bei 4,50 Meter. Ja. Ja, also das sind so 20, 22 Quadratmeter, die man zu viert ganz behaglich bewohnen kann. Genau. Und selbst wenn ich es jetzt nicht zu viert nutze, man muss ja nicht zwingend beide Klappen runterlassen, oder? Nee. Man könnte jetzt nur eine runterlassen. Zum Schlafen eins runterlassen. Ja, wir bieten es ja auch an mit nur einer Schlafzeltklappe. Ja. Hat man entsprechend mehr Stauraum innen, also. Ja, für Fahrräder, Surfbretter, Motorräder. Ja, eben. Genau. Das ist schon. Und eben letztlich das Grundmaß von dem Anhänger ist deswegen so praktisch, weil es das eben mit unseren Bänken, mit diesen Eurobehältern ideal ausnutzen lässt. Und wir haben es extra mal eingeladen, weil jetzt, oder erstmal noch eingepackt gelassen, weil vielleicht kennst du eine oder andere von der Messe vom letzten Jahr. Wir haben ja diese sehr soliden, biergartenbasierten Möbel. Ja. Die sind super, die sind total stabil. Also sie sind natürlich auch schwer. Der eine mag es nicht so schwer, der andere mag es genauso stabil. Genau, deswegen haben wir jetzt eben noch so ein Sitzkisten-Set neu dazu entwickelt. Das habe ich jetzt einfach hier mal drin gelassen, dass wir es erst mal sehen. Ja. Genau, laden wir mal aus. Weil du das Gewicht gerade ansprichst, wo liegen wir jetzt hier bei diesem Modell, beziehungsweise mit was kann ich ziehen? Also der hier liegt jetzt bei wahrscheinlich gut 700 Kilo. Ja. Wobei der jetzt noch aus Holzplatten gefertigt ist. Die Anhänger werden künftig aus Sandwichplatten gefertigt. Dann wird er ein ganzes Stück leichter.
dann liegt er unter 700 Kilo. Wenn wir den mit nur einer Schlafzeltklappe machen, dann liegt er bei ungefähr 600. Mhm. Ja, und dadurch, dass wir jetzt das leichtere Plattenmaterial haben, bieten wir jetzt auch eine einfachere Linie an, die Modelllinie Pure, wo wir eben das Heckzelt auch weglassen, einfach nur das eine Schlafzelt. Ja. Mit dem Anhänger, und dann kriegt man es auch als 750 Kilo Anhänger hin. Also dann sind sie leer, minimal, sagen wir mal, bei ungefähr 400, vielleicht ein bisschen drüber. Ja. Dann bleiben noch 300 Kilo Zuladung. Also das Motorrad kann noch mit. Ja, eben. Klar, wir haben Motorrad und Kühlbox und alle Klamotten und ein Fahrrad und ein E-Bike. Dann wird es irgendwann. Irgendwann ist es. Genau, immer aber gut. Dann haben wir eben auch die Variante hier mit 1300 ja. Kilo zulässig weiterhin. Wer noch mehr braucht, kriegt auch eine Doppelachse. Mhm. Geht alles. Also Preise und weitere Infos dann über dich bzw. auf der Homepage. Man sieht im Hintergrund deinen Mini stehen, wobei das der größere Mini schon ist. Der ja. Countryman auch problemlos mit diesen Fahrzeugen. Ja, und natürlich der größere Mini, wir sind zu viert. Also ja. Irgendwo müssen die Sachen hin. Ja, klar. Oder auch vor allem die Menschen. Du bist übrigens auch auf Instagram vertreten. Den Hashtag haben wir mal oben in die Beschreibung dazu. Zuzüglich zur Internetadresse vielleicht im Bild eingeblendet. Und da könnt ihr mal gucken, hat das schon diverse Male schön abgelichtet. Da könnt ihr das aus verschiedenen Perspektiven auf Instagram nochmal angucken. Ich hätte noch eine Hand frei, wenn ich dir bei irgendwas helfen kann. Ja. So, ja, aber ich komme mit meinen zwei eigentlich klar. Sieht immer so wichtig aus, mit der Kamera rumstehen, aber das ist halt super multifunktionell. Und wenn irgendwas ist, dann schiebe ich die einfach ins Trockene und das Fahrzeug. Genau, das ist eben hier. Diese Kisten lässt sich mit einem riesen Stauvolumen, ja. mit dem Brett drauf. Haben hier innen drin einen Stauraum, dass man auch einfach über die Kisten drüber laufen kann beim Beladen mal, wenn ja. man noch was verzogen will. Und selbst wenn die mal zwischenzeitlich ein bisschen nass werden beim Camping, ist ja das auch kein ja. Problem. Gell? Ja. Also die sollen jetzt nicht im Dauerregen stehen. Nee, natürlich nicht. Aber muss man nicht machen, aber das ist natürlich eine praktische Kombilösung. Genau, da vorne, das sind ja eben noch unsere Küchenmodule auch. Ja. Vielfach positiv kommentiert. Ja. Genau, da vorne, da steht ja noch eben das Brett, das alles hält, das nicht nach vorne rutscht. Ja, genau. Das ist ja die Arbeitsplatte zur Küche. Ah, ja. Genau, dann komme ich mal raus, stellen wir das auf. Ich halte nur die Kiste noch ein bisschen. Wir wollen das natürlich auch. Die stellen wir mal daher. Nicht zu lang gestalten, aber das ist prima. Ah, da habe ich schon wieder was zum Filmen. Siehst du, das ist immer schön, wenn es ein bisschen bunt rausguckt. Küchenutensilien drin. Habe ich gar nicht gewusst, dass das mit diesen Schubladen gibt. Also, schön. Ja. Siehst du mal, man kann ja nicht alles wissen. Ja, wieder was gelernt. Ja. Ah, ja. Genau, dann kommt der Kocher drauf. Cool. Genau. Ja, und jetzt sieht man, es ist hier drin leer. Ja. Ah, fegen hätte ich mal können. Ja, mein Gott. Das ja, ist ja die drei für draußen, ja? Die drei Brösel. Es ist Outdoor-Zeit, da hinten steht es auch nochmal. Genau, so, und das ja, ist ja, letztlich jetzt links und rechts Schlafplätze, 1,40 auf 2 Meter jeweils. Ja. Durchgehende Matratzen, unten drunter und der Schrank, oben die Stangen zum Handtücher trocknen, cool. Klamotten aufhängen. Das kennt ja wahrscheinlich der eine oder die andere schon. Was wir jetzt eben noch nicht kennen, ist das, was jetzt hier im vorderen halben Meter mhm. ist. Das ist eben ja, dieses Sanitärangebot. Deswegen heißt die Variante LS. Ja. Die ist länger und hat Sanitär. Ein Waschbecken mit hier zwei Kanistern drunter, jeweils 12 Liter. Ja. Frisch- und Brauchwasser. Voll und ganz. Mit einer elektrischen Tauchpumpe. Diese Kanister kann man entweder rausmachen mit dem Gurt oder ja, ja. was ich machen werde, also das sind die Standardmaße, diese Gewinde hier. Ja. Da kann man die normalen Gardena-Systeme dran machen. Dann kann man mhm. mit dem Schlauch füllen und leeren, können die Kanister drin bleiben. Eine super praktische Idee hier. Da steht es auch noch drauf. Ist klasse gelöst. Genau, und auf der anderen Seite eben auch immer die Frage auf der Messe, wo ist das Klo? Das ja. Klo ist jetzt hier, mit diesem Vorhang zum einen ein bisschen verdeckt. Also mit dem Sanitär, das hat sich wirklich rauskristallisiert, dass viele da fragen danach, glaube ich. Gell? Darum auch die Modellvariante jetzt mehr. Genau. So, ja, das ist das Trelino in unserem Fall. Wir haben uns für das Trennklo entschieden. Mhm. Schönen Gruß an den Markus von meinetrenntoilette.de. Ja, also wir finden das super. Wer aber sagt, er will da ein anderes Campingklo reinbauen, kann es natürlich genauso ja. mit dem Zuckert fixieren. So.
Ja, diese Alternative ist total angesagt. Das ist auch ganz eine praktische Lösung. Komm, machen wir für Markus nochmal einen Blick rein. Genau. Sag, so sieht's aus. Sieht wohnlich aus mit dem Holzdeckel. Und ja, eben, stimmt. Merkt man nicht, dass es Klo ist. Wer gern frei steht, der kann dann direkt vom Klo hier den Ausblick genießen. Ja. wer lieber verdeckt ist, der kann eben diesen Vorhang darüber ziehen. Und dann hat man da sein Klo. Wenn man hier eben dieses Vorzelt, hier diese Wände auf beiden Seiten runterlässt, ist man eben noch mal mehr für sich. Das ist schon cool, weil du bist halt wirklich immer direkt und nah an der Natur mit sowas, gell? Stehst da mittendrin, störst überhaupt keinen. Gut, das ist klasse. Genau. Ja, können wir aufs Dach rauf filmen, nicht auf die Solaranlage, die seht ihr im Hintergrund. Aber hier das Anhängerdach bleibt unangetastet. Da wird nichts gemacht oder nichts angeschnitten, sondern das Dach bleibt immer komplett unversehrt. Ist richtig, wobei wir jetzt eben auch für eine Familie, die wollten noch ein Dachzelt oben drauf haben, ja, weil die einfach zu fünft waren. Warum auch nicht? Ja, genau, und da haben wir hier eine Dachluke reingemacht. Mhm. Dann können die quasi aus dem Anhänger hier hochsteigen, haben oben ein Hartschalen-Dachzelt drauf. Ja, und dann steigen zwei durch die Luke hier. Können wir machen. Ja, und was wir jetzt auch im letzten Jahr dann dazu zusätzlich gemacht haben, ist das Dach so verstärkt, dass man da auch zu zweit oben sitzen kann. Ja, das ist natürlich super. Einen kleinen Hochsitz. Genau, wo ich auch beim ersten Mal, als ich die Idee gehört habe von einem Kunden oder von einer Kundin in dem Fall, habe ich gedacht, was soll denn das? Ja, genau. Und dann aber, als es fertig war, fand ich es total cool. Es gibt so Sachen, über die man dann zweimal nachdenkt und denkt man sich, ja, hat er recht. Strom legst du ganz einfach rein mit dem Anschluss da hinten, haben wir alle gesehen, hier im Eck. Genau, also mehr muss ja nicht da, jetzt hier in jeder Zeltecke kann man Kabel reinführen. Ja. Also wer einen Anschluss will, einen abgesicherten, kriegt das auch, klar. Aber toll ist, dass man sich auch aufrecht hinsetzen kann. Selbst mit einer Sitzgröße, wie ich das bin, setzt du dich hin, nichts schränkt die Bewegungsfreiheit ein. Genau, also jetzt kann ich mal, guck dich mal hin, dann stell hier noch das Tischlein rein. Das muss ich. Einfach, dass man das auch die schmutzigen kann Schuhe an. Mit ja, komm her. Kisten. Ja, prima. So. Und schon bist du indoor hier am genau. Essen, Trinken, Lesen, Karten spielen, wie auch immer. Genau, den anderen Tisch, den wir da haben, den habe ich jetzt heute mal nicht rausgeholt, weil der ist ja schon bekannt. Ja. Der passt da eben auch ideal rein. Aber das ist halt die Schnell-Schnell-Variante sozusagen, der Tisch und eben die Kisten auch weiter nutzbar. Ja, eben, also in einer habe ich halt auch Werkzeug, Heringe, ja, einen Adapter für den Strom und so da drin. Genau. Wir können ja das andere Video an der Stelle auch oben nochmal dazu hängen, gell? Dann sieht man mal die Entwicklung. Klasse. Ich finde das eine super Alternative. Und jetzt fragen natürlich alle mal so grob von den Kosten her, soll man da was sagen oder machst du das mehr individuell? Ich greife mal auch mal einen Prospekt, dann sieht man da noch mal ein paar Einblicke. Genau, also, nö, können wir schon sagen. Also der Anhänger, wie er da steht in der Liste, da müsste so zwischen 23.000 und 24.000 Euro liegen, ja, was natürlich viel ist, aber da zeigt man natürlich auch, was wir können. Also da sind diese Offroad-Bereifung, die Riffelblech-Kotflügel, der Deichselkasten, die Folierung, die ganzen zusätzlichen Segel, die Dämpfer an den Seitenklappen, das verstärkte Dach, das Waschbecken, das ist einfach das alles mit dabei. Und das andere Ende ganz der Preisliste ist 9.250 Euro. Ja. Für das Modell aus dieser Pure Line oder Modelllinie Pure im kleinsten Koffermaß. Genau, als 750 Kilo Anhänger. Und dazwischen findet man sich so. Wir hatten die meisten liegen irgendwo zwischen 13, 14 und 20.000 Euro, die wir bisher verkauft haben. Genau. Ja, wie gesagt, es ist wirklich eine tolle Alternative. Ich kann mir das vorstellen, ich bin jetzt nicht der Angler. Aber das ist ja auch schon was. Klein als Pure. Genau. Mitnehmen, hinterherziehen, hast du dein Zeugs dabei und kannst du gleich deinen Fisch in die Pfanne hauen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Der Boarder, der Mountainbike-Fahrer. Das ist gerade für die Sportler, die unterwegs sind. Klasse. Ja, also gerade auch für die dann das Fahrrad nicht unbedingt reinladen wollen, weil es ihnen zu sperrig ist. Also gerade auch beim E-Bike ist ja schwer. Da können wir auch auf die Deichsel einen Kugelkopf machen. Mhm, und stimmt, dann kommt da der Fahrradständer vom Auto letztlich drauf. Und dann kann man die E-Bikes vorne auf die Deichsel stellen. Also für die E-Bikes würde ich es auf jeden Fall vorne empfehlen, einfach wegen Gewicht. Ja. Wir haben unsere Fahrräder hier mit drin. Genau. Aber jetzt der Stand-Up-Paddler, der Surfer, der Kanufahrer, da gibt es ja am Dach dann auch diverse Möglichkeiten. Ja, klar. Ja. Ja.
Für viele ja noch vielleicht ein wichtiges Thema. Genau, da hatten wir auch schon eine Version 2, also mit nur einer Schlagzeitklappe, die auf der anderen Seite sich eine Verkaufsklappe noch dazu gewünscht haben, also eine Klappe, die nach außen öffnet, sozusagen als Sonnensegel. Ja. Und da haben wir dann an dieser Klappe noch zur Schienen dran, oder zur Leisten, eben, dass der da sein Surfbrett befestigen kann. Auf jeden Fall hast du hier doppelt so viel Platz. Ich lege mich hier mal gemütlich und entspannt zurück, als in jedem Wohnmobil. Ja, das sind, ich sage nochmal, das sind 2 Meter Länge. Und es ist ja nicht so, dass vorne oder hinten Wand wäre. Eben. Also da ist überall nochmal 10, 15 Zentimeter Platz. Und wenn jetzt jemand sagt, er will 2,20 Meter, müsste man auch hinkriegen. Also wir können ziemlich gut auf die, ziemlich variabel auf die Wünsche der Kunden eingehen. Ja. Wie gesagt, das mit dem Dachzelt haben wir realisiert, das mit dieser Verkaufsklappe haben wir gemacht. Wir haben auch schon einen Absenkkoffer als Basisanhänger verwendet, also wo der ganze Koffer runterfahren kann, dass man mit einem schweren Motorrad quasi ebenartig reinfahren kann. Also wer Ideen hat, die im ersten Moment wild sind, sind oft gar nicht so wild und das meiste kriegt man hin. Ja, du bist ja Tüftler, sonst wäre das gar nicht entstanden. Das ist das eine und auch meine Partner, also uns in Fahrzeugtechnik und Meierplan und Zeltbauer. Ja. Die es mit mir zusammen maßgeblich machen. Die tüfteln genauso. Ja, ja, das ist schön. Wenn sich da die richtigen finden, kommt da was Ordentliches raus dabei. Ja, prima Geschichte, der Farfalla-Camper. Genau, und ja, vielleicht noch interessant, es gibt ja keine Messen, zumindest jetzt im ersten Halbjahr und fürs zweite Halbjahr wäre ich auch noch sehr vorsichtig. Ja. Was wir vorhaben, ist mal durch Deutschland und Österreich fahren, auch bis an die Schweizer und die Niederländer Grenze. Und den Anhänger zu zeigen, denen, die es interessiert. Deswegen, also wer den Anhänger mal in echt sehen will, nicht nur auf Video, soll sich bitte bei mir melden und dann planen wir unsere Route durchs Land oder durch die Länder, so wie sich auch die Interessenten und Interessentinnen verteilen. Das ist immer perfekt. Das habe ich für vor Corona schon als ganz tolle Lösung gefunden und jetzt sind viele gezwungen, in Anführungszeichen, dazu, ihr Marketing auf den Weg nach Hause zu bringen zu den Interessenten, finde ich eine klasse Idee. Ja, das ist das eine. Das andere ist aber auch tatsächlich gut. Wir haben jetzt letztes Jahr mit den Messen vor allem hier diese Südachse bedient in Stuttgart und München. Ja. Aber es gibt eben auch Leute aus Oldenburg, die anrufen und sich interessieren und dann sagen, ja, zum Angucken könnt ihr hierher kommen oder nach Stuttgart. Ja, ja. Es ist einfach auch mit so einer Roadshow kann man den Bereich eben deutlich einfacher ausweiten und dann eben auch gezielt an die es interessiert. Man ist auch dann mit der dementsprechenden Urlaubsstimmung unterwegs. Das ist so. Ja, ist richtig. Das Ganze mit sich. Wobei ich ursprünglich das eigentlich jetzt vorhatte für Februar, März. Mhm. Aber das geht jetzt halt. Dann gucken wir mal, ob es vielleicht im Mai, ich tippe eher auf Juni, Juli. Wenn es da dann klappt, dann ist tatsächlich Urlaubsstimmung. Du wirst es ja nach den Terminen richten und dann auf der Homepage stehen weitere Infos. Oder ruft ihn an. Genau. Ach, und warum würde ich Februar, März fahren? Ja, weil wir eben normalerweise so 4, 4,5 Monate brauchen, bis ein Anhänger fertig ist. Ja. Das heißt, wer im Sommer einen braucht, müsste es so im Februar, März wissen. Das heißt, wenn jetzt noch Leute sagen, im Sommer wollen sie mit dem Farfalla-Camper in Urlaub fahren, dann müsst ihr euch ranhalten. Dann, dass wir diese 4, 4,5 Monate noch haben. Genau. Genau, da hätten wir jetzt doch vielleicht noch 1, 2 Wochen Luft. Super. Danke für die vielen Infos. Sehr gern. Adresse, wie angesprochen, unten und einfach Kontakt aufnehmen. Das ist immer das Einfachste. Wird es schon schön warm mit der Sonne auf dem Zelt da drin? Das ist herrlich hier. Ich könnte es jetzt hier aushalten. Gut, ja. Wenn ihr nicht weiter müsste, würde ich jetzt hier gleich mal eine Testnacht verbringen, einen Testtag. Danke dir. Ein andermal vielleicht. Mit Sicherheit. Die Möglichkeit haben wir und die wird sich ja ergeben. Alles Gute. Vielen Dank. Lasst uns ein Like da. Bis bald. Ciao. Schöne Grüße an euch. Ciao, ciao.